Moin Moin, euer Furell hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Resident Evil Zero. Wir sind in der letzten Folge hier in diesem Anwesen angekommen. Huch, steuere ich hier schon beide auf einmal. Und haben uns schon mal ein bisschen umgesehen. Aber so weit sind wir noch nicht gekommen. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwie Benzin für Billy sein Feuerzeug, damit wir eine Kerze anzünden können. Okay, machen wir. Wir schauen mal eben auf die Map. Wir gehen jetzt... Ich würde fast sagen... Hier erstmal lang. Und gucken wir mal, was hier passiert. Okay. Sag mal, Rebecca, was ist denn mit dir los? Sie wartet erstmal bis zum Äußersten. Stimmt denn nicht mit dir? Ich glaube, die Pistolenmunition sollte sie mitnehmen. Schau mal kurz nach. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß auch gar nicht, was wir mit diesem Mikrofilm machen sollen. Noch nicht. Finden wir noch raus. Okay, wir steuern weiter Billy. Okay, hier ist wieder so eine Feuertür. Ja. Feuertür, alles klar. Kumpel, hast du irgendwas für mich? Der Wasserhahn ist rostig. Na, ein Glück. Mir doch egal. Okay, der Lurch hat nichts. Okay, dann hier möchte ich einmal auf die Map schauen. Da geht's abwärts. Wir gehen erstmal in den anderen Raum. Hier gehen wir erstmal lang. Schauen wir mal, was hier los ist. Na, Kumpel? Ja, ich weiß. Ach, das war doch doof. Ich möchte schon ein bisschen... das Blut spritzen sehen. Rebecca, mach ihn weg jetzt. Das muss man nicht verstehen, oder? Oder, Leute? Warum macht sie ihn nicht weg? Was ist denn mit ihr? Na gut. Ist jetzt so. Hinlegen. Ah, ich glaube, hier haben wir... Billy, machen wir nicht fertig. Ja. Genau, hier haben wir das erste Teil für diese Waage da oben. Das geben wir mal Rebecca rüber. Hier, nimm du das mal. Mich nervt das ein bisschen, dass wir so viel mit der Schrotflinte rumschießen. Noch eine? Ja. Warum nicht? Rebecca, hier greif schon mal zu. Guck mal, hier ist ein großer Knallstock für dich. Das ist die gute, ne? Da passen 7 Schuss rein. Das ist schon mal viel besser. Machen wir das so rum, oder? Ich glaube, das ist besser, ne? Jagdgewehr. Entschuldigung. Aber jetzt sind wir doch schon wieder... Ah, ich muss noch einmal nachschauen. Entschuldigung, Leute. Ne, einen Platz haben wir noch frei. Gehen wir erstmal so weiter. Jetzt sind wir ausgestattet mit Gewehren. Das ist doch schon mal gut. Aber hier wird es mit Sicherheit auch wieder, keine Ahnung, Granatwerfer geben, Magnum, so diese typischen Resident Evil Waffen. Zum Ende hin vielleicht noch ein Raketenwerfer. Ohne den geht es doch eigentlich nicht. So, komm her. Ui. Komm her, du Lurch. Oh, scheiße. Rebecca. Ach, du dumme Nuss, ey.
Gibt's doch gar nicht. Du bist doch selten dämliches Ding. Leute. Das ist ja unglaublich. Unglaublich. Ja. KI von 2002. Gut. Muss heutzutage nicht zwingend besser sein bei manchen Spielen. Aber ein bisschen doof ist er schon. Ne? Also da kann sie doch... Dumme Nuss, du. Naja. Haben wir jetzt wieder Platz im Inventar. Und hier sind Kräuter. Die wollen wir auf jeden Fall mitnehmen. So, nimm du mal eins. Und Rebecca nimmt auch eins. Jo. Und wir haben hier noch ein rotes bei der Bahn rumliegen. Okay, das ist schon mal gut. Haben wir eine Tür aufgeschlossen. Man muss sich halt immer nur überlegen, wo legt man die Sachen ab halt, ne? Ich würde jetzt sagen in der Haupthalle, aber jedes Mal in die Haupthalle zu rennen. Okay, hier kommen wir auf jeden Fall nicht rein. Die Schwerter der Ritter blockieren die Tür. Ja, das stimmt. Moment mal. Sind wir jetzt hier? Muss ich mal schauen. Ach, hier sind wir jetzt. Okay. Boah, Leute. Wir sind doch... Wir gehen jetzt in die Haupthalle und legen da mal eben Sachen ab. Beziehungsweise... Ja, genau, das machen wir. Wir gehen in die Haupthalle, legen die Sachen ab und gehen nochmal runter zu der Bahn und holen uns mal das rote Kraut. Dann haben wir ein gemischtes Kraut hier rumliegen. Fühle mich ein bisschen besser mit. Obwohl... Nee, machen wir nicht. Dann müssen wir ja durch diese Kanalisation wieder durchlaufen. Ist nicht viel, aber... Das sparen wir uns jetzt mal. Aber hier werden wir auf jeden Fall was ablegen. Und zwar... Nein, die hätten wir oben ablegen können, ne? Egal. Nee, ablegen bitte. Den legen wir hier ab. Ja, ja, war ja klar. Er kann nicht... das geben wir gleich Billy rüber. Oder? Nee, machen wir nicht. Aber Billy kann, glaube ich... ab. Und Billy legt jetzt mal... Oder machen wir das so, dass Billy die Schrotflinte nimmt. Und Rebecca die Pistole. Oder umgekehrt. Umgekehrt ist vielleicht besser sogar, ne? Rebecca kann ja nicht ganz so viel Schaden ab. Wir tauschen das mal durch. Das machen wir. Nee, Pistole ist besser. Ist wahrscheinlich egal, ne? Wir versuchen das mal. Mhm. Ja, komm. So, machen wir das immer so. So, und dann hoffe ich einfach mal, dass das eine gute Idee ist. Ich werde das jetzt hier alles mal ablegen. Außer mir wird gleich gesagt, nee, darfst du nicht. Okay, hat schon mal geklappt. Gut, so Rebecca, du rüstest die Maus. Und Billy rüstet mal die Pistole aus. Müssen wir mal wechseln. Und jetzt wechseln wir aber auch wieder, weil Rebecca soll ja nicht wie eine Wilde mit der Schrotflinte rumschießen. Okay. Guti, und jetzt schauen wir mal auf die Map. Wir sind eben hier unten rechts durchgegangen. Jetzt gehen wir hier unten links durch, würde ich sagen. Wohin auch sonst, ne? Wie ich da eben die Situation mit Rebecca, wie sie einfach nicht geschossen hat und ich die Schrotmunition so schön verballert habe. Ja, so macht man es nicht, ne? Aber gut. Kann halt passieren. Sind wir im Badezimmer angekommen. Junge, Junge. Sag mal, wie viele Pissoirs sind das denn?
Okay. Was haben wir denn jetzt hier? Wir nehmen auch mal das Benzin mit. Sollen wir vielleicht mal langsam überprüfen, ne? Ach ne, dann sagt sie wieder hier. Oh, sechsmal. Okay, ich weiß zwar noch nicht, wofür das gut sein soll, aber wir haben es auf jeden Fall. Huch, soll's austauschen. Alles. So. Und schon haben wir wieder nur noch zwei Plätze frei insgesamt, ne? Okay. Was bist du denn für einer? Hau ab, du Lümmel! Okay. Schwabbelkönig 3000. Okay, wir brauchen ja glaube ich nie wieder rein, ne? Hab schon viel zu viel verschossen. Kommt Billy mit raus? Ja, ne? Mist. Das ist so eine typische Situation. Hätte einfach nur rausgehen müssen, ne? Und alles ist gut. Und schon haben wir wieder viel, viel mehr Platz, ne? Tada! Na gut. Nehmen wir mal so hin. Okay, irgendwas hat es auf jeden Fall noch mit diesen Uhren auf sich, ne? Ah, da hinten können wir noch abwärts gehen. Mhm. Das haben wir nicht gemacht beim letzten Mal, ne? Da haben wir gesagt, nee, wir gehen erstmal. Was denn? Was willst du denn? Nee. Machen wir nicht. Ekelhafter. Bäh. Achso, geht's uns gut, ja, ne? Jo. Bisschen wenig Munition. Aber ansonsten geht's. Ich würde fast sagen, wir speichern mal. Nö, lass mal liegen. Haben wir das direkt hier vor der Schreibmaschine liegen lassen? Ne, hier liegt's doch, ne? Rebecca, bitte. Leute, nehmt das jetzt. Hebt das auf, du. Ja, wenn ich eins hätte, ich könnte mir vorstellen, wo eins ist. Ja. So, komm, wir machen mal ein bisschen mit der Schreibmaschine. Wunderbar. Ich glaube, wir haben auch noch mehr als genug Farbbänder, ne? Ah, 7 Stück. Ach. Weg damit. Wunderbar. Okidoki. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal abwärts. Das war doch jetzt hier und dann links rum, anstatt rechts rum. Genau, hier. Das haben wir eben nicht gemacht, ne? Da kann ich doch mit Sicherheit nicht durchlaufen. Au! Au! Ja, haben wir fast gedacht. So. Was ist die? Eine super heiße Dampfwolke. Okay. Super heiß. Na gut. Denn. Sie das ja auch erledigt, ne? Okay. Nee. Let's go. Genau, geht mal schön brav zusammen weiter. Wir schauen mal eben einmal auf die Karte. So. Wir können nochmal den nächsten Raum abchecken, wo wir gerade jetzt drauf zugehen. Ob wir da irgendwas haben liegen lassen. Irgendwie muss ja weitergehen, ne? Oder wir gehen mal. Nein. Wir gehen mal nach oben.
Beziehungsweise in die Haupthalle und dann nach oben. Da gab es ja auch mehrere Räume, wo wir mal prüfen können. Boah, wenn diese Kameraperspektive so wechselt, ich spiele es jetzt mit dem Analogstick. Da sieht es ja, ne? Manchmal wechselt die Kameraperspektive und ich gehe direkt wieder in die andere Richtung. Ja, gut. Ist halt, man merkt halt, dass es nicht dafür gemacht wurde, so, ne? Eher für die gute alte Panzersteuerung. So, jetzt schauen wir mal, wo wir noch nicht lang gegangen sind. Ich glaube hier nach links, ne? Nein. Okay. Du kommst mit. Let's go. Ja. Let's go. Genau. Dann gehen wir jetzt nach links. In dem Raum waren wir nämlich noch nicht. Ob da auch wieder Zombies sind oder so eine Schwabbelviecher. Ruhe. Robe. Na, hier muss es aber irgendwas geben. Ein uralter Kamin. Okay. Da haben wir was. Was ist denn das? Eine Windel. Ja, klar. Alles gut, hab mich nicht erschrocken. Das war doch der erste Raum, wo wir, glaube ich, hingegangen sind, ne? Wo ich noch sagte, ach, guck mal hier, Leute, das ist doch wieder für gemacht, mit dem kleinen Fahrstuhl. Frage ist, wo war das? Das müssen wir nochmal eben rauskriegen. I'll go check over there. Nein. Okay. Let's go. Gehen zusammen. So, wo war denn das mit der Winde? Wenn ich das jetzt noch wüsste, ne? Wird aber auch nirgendwo angezeigt, irgendwas, ne? So, ne. Die Zugkarte, glaube ich, brauchen wir nicht mehr. Ne, aber ich glaube, das war hier unten, ne? Wir haben doch hier unten angefangen, oder nicht? Machen wir jetzt mal. Ich bin mir echt nicht sicher. Aber wir fangen jetzt hier unten an. Meine Güte. Das ist echt schon wie so ein Blindflug halt, ne? Wie ich hier spiele. Fast so wie das erste Mal. Ich musste vorhin an diese Affengegner denken. Da freue ich mich ja schon richtig drauf. So, wir gehen jetzt mal diesen Weg einfach wieder lang. Ich glaube, das ist richtig. Hier haben wir, glaube ich, für Ruhe gesorgt, ne? Ja, bitte. Kletter mal hoch. Ja, das war die fantastische Situation von vorhin, ne? Mit Rebecca und meinen Schießkünsten. So, genau, jetzt sind wir hier. You stay here. Ja. Alter Schwede. Nein, du kommst mit. Ja. Okay, das war natürlich der falsche Weg, haben wir jetzt gemerkt, ne? Wo war das denn? Muss ja auf jeden Fall irgendwo gewesen sein, wo wir schon mal gewesen sind, ne? Also einer von den grünen Räumen. Müssen wir eben schauen. Hier kommen wir doch, glaube ich, wieder in die Haupthalle, ne? Genau. Ja, dann gehen wir mal direkt hier rein. Schauen hier nochmal nach. Da haben wir einen schönen Umweg genommen, oder? Aber es ist halt so, wenn du es so lange nicht gespielt hast. Wie gesagt, das letzte Mal vor circa 18 Jahren halt, ne?
Oder? 2002? Oder 2004? Naja, auf jeden Fall ist schon lange genug her. Nee, hier war das mit dem Feuerzeug. Nö. Wo war denn das mit der Winde, Leute? Da war es auch hier. Ach, das ist alles in einem Raum. Na, ich werde verrückt. Okay, wer fährt hoch? Ich glaube, das macht Rebecca, ne? Rebecca kann hochfahren. You stay here. Okay. So. Billy. Ach, wir müssen nochmal eben austauschen, ne? Ja. Ich glaube, Rebecca hat ja die. Nee, hat. Doch. Gib das mal rüber. Wunderbar. Und dann benutzen wir das Ding mal. Ja, unbedingt. Hoch mit dir. Es geht aufwärts, Leute. Und. Uiuiui. Mal, hau ab, du dreckiger Lurch. Was für ein Frechdachs, oder? Leute, was uns hier erwartet, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann bewerte gerne das Video. Und ich würde sagen, bis dahin. Ciao, ciao.